Am Montag wurde bekannt, dass Talkmaster Hans Meiser mit 77 Jahren gestorben ist. Seine Tochter Anouk Meiser bricht ihr Schweigen und teilt die erschütternde Wahrheit über die letzten Tage ihres Vaters mit der Öffentlichkeit. Der geliebte Fernsehstar ist schon am 30. Oktober gestorben und die Umstände seines Todes sind herzzerreißend. Mein Vater ist bereits am 30. Oktober verstorben. Kurz zuvor hatte er eine OP, die er leider nicht gut verkraftet hat. Dieser Eingriff war aber unumgänglich. Die Klinik hat ihn hervorragend versorgt und alles Menschenmögliche getan. Er war einfach zu geschwächt, sagt Anouk Meiser gegenüber RTL. Anouk war jahrelang Meisers Assistentin. Auch Hans Meisers Geschäftspartner Harald Thoma bestätigt die tragischen Umstände. Im Gespräch mit RTL berichtet er von dem orthopädischen Eingriff am Rücken des Moderators, bei dem die Ärzte das Herzflimmern diagnostiziert hatten. Die traurige Nachricht von Hans Meisers Tod hat die Fernsehwelt erschüttert. Fans und Kollegen trauern um den großen Entertainer und seine Familie muss mit dem schmerzhaften Verlust zurechtkommen. Tochter Anouk gibt preis. Er wird demnächst im engsten Kreis der Familie beigesetzt. Wo und wann werden wir aber nicht bekannt geben.